So, liebe Leute, ich bin der SimmerFix und wir tauchen jetzt erstmal ab. Beim letzten Mal haben wir die Wette Mama getroffen und Mama hat uns hier ihr GD-Baby gezeigt. Eine Totgeburt, die sie hatte und immer noch an sie gebunden ist. Also eine Art GD, gleichzeitig aber auch eine Art Baby. Also ein sehr seltsames Wesen, was aber scheinbar keine Gefahr für uns darstellt. Nun gut, sie hat gemeint, dass mit unserem Cupid etwas nicht stimmt und wir den reparieren müssen. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal einmal über die ganze Welt reisen. Und zwar, jetzt seht ihr, unsere Karte ist ja schon ziemlich vernetzt. Wir haben da jetzt die ein, zwei Punkte, haben wir jetzt zwar noch nicht. Das sind die, mit denen wir noch Sidequests machen müssten. Aber, warte mal, ich breche jetzt alle ab, komm. Boah, ja. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich ein Ding abbreche, muss ich jetzt hier Cutscene machen, oder wie? Wir haben jetzt zumindest die Aufgabe, dass wir einen neuen Knotenpunkt finden müssen. Und dafür müssen wir jetzt eine gefährliche Route durch die Berge machen. Wir warpen uns jetzt erstmal mit Fragile da hoch. Ich breche jetzt, wie gesagt, erstmal die alten Aufträge ab, weil die lenken mich eh noch ab und erfüllen durch die eh nicht. Komm. Und wie gesagt, in 12 Stunden kann ich die wieder machen. Also. So. Dann warpen wir mal meine gute Fragile und dann schauen wir mal, wo uns das jetzt hinführt. So. Captain City ist ja bis aber weit weg, oder? So. Port, Verteilerzentrum, Lake Nord City. Genau, da wollen wir hin. Bereit für den Sprung? Also. Das Einzige, was du mitnehmen kannst, bist du selbst. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die dir viel bedeuten. Okay, schließ deine Augen. Stell dir das Ziel vor. Halt das Bild fest. Mama. Okay. Cool. Was heißt einige Kleinigkeiten? Es ist mein Baby. Mein Baby, verdammt, es ist immer noch da. Naja, komm, ist es nicht so schlimm. Kann sich nicht so verändern. So die grundsätzlichen Ressourcen, da haben wir kein Problem, dass wir uns da nicht unbegrenzt herstellen können. Also, wäre schlimm, wenn es anders wäre, wenn ich jetzt wirklich auf jedes Ding aufpassen musste. Das wäre wirklich nervig. So. Aber, gut, geht's weiter. Das ist so cool. Okay, verheiratet seine Scheiße. So. Schottländer und sie sind doch nicht so glücklich. Gut. Dann legen wir uns wieder hin. Haben wieder genug Pause gemacht. So. Und jetzt geht's wieder auf. Ich hoffe, du hast echt dein Baby mitgebracht. Das wäre echt lustig, Mann. Ja, das Baby, das kannst du nicht warpen. Ganz ehrlich, Babys können nicht gewarpt werden. So, ihr seht, mein Auto ist weg. Das war klar. Und wir haben gar kein Gepäck, oder? Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Der Wegposten, zu dem du aufbrichst, liegt weit nördlich von Mountain Nord und wurde von Terroristen auf einer Art Insel errichtet. Direkt bei Hicks altem Revier. Seine Demons-Leute sind dort noch sehr präsent. Jedenfalls verfällt der Wegposten und muss umfangreich repariert werden. Sammle die Vorräte beim Verteilerzentrum ein und verschwinde, so schnell du kannst. Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Ach, man kann kein Fahrzeug damit bewegen, das wundert mich ja voll. Ja. Also Leitern, stellen wir uns mal 3 her. Davon 5. TCK haben wir. Die Blutbeutel, die bleiben immer. Das wäre echt der Schwachsinn, wenn man die nicht mitnehmen könnte. So, meine Bridge-Stiefeln, die haben wir auch noch. Das ist auch gut. Krass gelädt. Also so, das, was man ausgerüstet hat, bleibt. Das wäre auch echt doof, wenn das verschwinden würde. Aber die Polar Guns und so bleibt natürlich nett. Dann tun wir es mal
3 herstellen. Anti-GD-Waffen 2. Das brauchen wir alles nicht. Blutgranaten. Die habe ich noch ausgerüstet. Sturmgewehr ist wichtig. 2 Sturmgewehre. Ich weiß, ich habe halt keine Ahnung, was er jetzt auf uns wartet. Das ist das Problem. Das ist halt echt mal berühmt. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt auf uns wartet. Wo, warte mal, Farbschiff beenden. So, lila, rot. So, jetzt habt ihr es. Nein, ich will es doch. Achso, ich muss bestätigen. Entschuldigung. Und rot. Yeah! Wer wisst, der rote Sachen fahren schneller. Ist bewiesen. So, also, Baumaterialkeramik. Und das kann ich natürlich nicht auf mein Fahrzeug laden. So, passt. Die Keramik müssen wir schauen, dass wir die aus das Bike laden. Und dann machen wir noch. Ja, komm. Muss mir nicht mal Katzen dafür zeigen. Ich weiß ja jetzt nicht, ob GDs kommen oder was da auch immer kommt. So, hast du es geschafft? 50%. Nee, schon ein bisschen unsicher, aber egal. Hab's ja geschafft, Mann. Der Rest ist mir doch scheißegal. Schade, ja, nein, da, hier. Erfahrene Transporteure sind so gut. So. Das ist ein guter Quiz. Komm, du schaffst. So, ausnahmsweise skippe ich den jetzt. Weil, jetzt muss ich mal schauen, ich kann auf meinem Moped kann ich gar nichts laden, oder? Wie ist das? Keine. Okay, passt. Ist aber auch nicht so dringend. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt in die Berge gehen, abbauen. Naja, dann bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das aussieht. Also wenn wir dann mit unserem LKW hochfahren. Ist natürlich nett, der Gedanke, aber bringen wird das eher nicht allzu viel. Ja, also wir müssen direkt durchs Müller-Gebiet, das ist klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, also wenn wir da mit der... Wieso werden die Brücken eigentlich nicht markiert? Doch, da. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Dann sind wir mitten im Müller-Gebiet. Ist aber im Endeffekt nicht so schlimm. Ihr seht hier, da hat man eine gute Linie, da kann man dann schon gut durch. Da ist auch ein Generator. Und von da aus kommen wir dann irgendwie hoch. Doof, dass man nach Capital nicht City muss. Wenn man hier zum Ingenieur reisen würde, wird das viel besser gehen. Ha, das ist ja wieder die Brücke. Ich habe hier doch mal ein Fundament gesetzt. Hat sich niemand bis jetzt darum bemüht, das weiterzumachen, gell? Ja, weil ich bin auch immer so rübergegangen. Schau ich an, das ist mein Fundament, gell? Wäre halt schön, wenn da weiß jemand reinbaut, weil dann, ihr seht, kommt man da ganz entspannt rüber. Aber nun gut, wenn die Leute nichts Sinnvolles haben wollen. Zeitregenschutz. Scheiße, Mann, wie kommt man da? Muss ich da irgendwo hin, warte mal. Weil ihr seht, das ist ja auch die hässlichste Location. Mit diesen seltsam geformten Steinen, Mann, die wirklich so sagen, hier kommt's hier nicht vorbei, Mann. Unter keinen Umständen. So, TCK ist auch wichtig, dass wir welche mit, dass wir die mitgenommen haben. Hey, meine Freunde. Ist auch ganz wichtig, aus dem ganz einfachen Grund. Da wir so am... Ah, na! Ha! Jetzt weiß ich, was der mit Berg gemeint hat hier. Weil wenn wir jetzt hier echt am Berg besteigen müssen, ist das natürlich sehr hilfreich. So, jetzt schauen wir mal. Boah, theoretisch könnte man das schon schaffen mit dem Bike. Eine Brücke wäre mir zwar lieber, aber wenn wir keine da haben. So, und dann auch nochmal. Kleine Erinnerung, Sam. Beim Führen tödlicher Waffen ist es von größter Bedeutung, sich in Zurückhaltung zu üben. Ich schätze, mir ist klar, dass Töten keine Option ist. Mehr Leid bedeutet mehr Krieg und möglicherweise mehr leere Stürze. Wenn du jemanden tötest, gefährdest du nicht nur dich, sondern auch viele andere Leute. Wieso? Das habe ich gar nicht bedacht, Mann!
Das habe ich gar nicht bedacht, Mann. Natürlich, Mann. Ich kann ja nicht einfach die Menschen da schießen, weil dann haben wir einfach hier alle paar Sekunden irgendeinen leeren Sturz. Das ist natürlich nicht so das Optimum. War jetzt genau durch das Lager von den Insekten. Jo. Dankeschön. Ja, genau. Ja, muss ich gar nicht kämpfen, Mann. Weil ihr seht, mein größter Erzfeind ist immer die schlechte Bedienung. Wahrscheinlich kann jetzt versuche ich da zurückzufahren. Es klappt sogar. Eieiei, das war behindert, Mann. Alter, jetzt bleib halt nicht an jedem Scheißstein hängen, Mann. Das ist schon nicht lustig, Mann. Ja, komm. 2 Meter weiter, Mann. Oi. So, jetzt habe ich tödliche Waffen, ich kann sie nicht benutzen, oder wie? Ja! Hauptsache, du kannst mit Vollspeed nach unten fahren, gell? Schneller als er geradeaus fahren kann, kann er da fahren, wenn er will. Hey. Aber es geht mit dem Bike super schön nach oben, wenn man hier Vollspeed aktiviert. Aber das hört jetzt gleich auf. Also bis zu einem gewissen Punkt geht's und wir sind jetzt die blinden Mules los. Wo muss ich denn hin? Voll falsch. Ah, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch von den Pennern weg. Ja, gut, irgendwie in die Richtung müssen wir. Habe ich mir eine Route gelegt? Nö, jetzt. Naja, war's schon. Aber theoretisch, kommen wir da schon hoch. So. Mit dem Bike geht das ganz entspannt. Zu Fuß wird das super anstrengend, aber... Ja, ich will jetzt auch nicht... Also, wunderschöne Aussicht. Aber Regenbögen und dieses schöne Symbol können nichts Gutes heißen. Schade. Ich glaube an dich. Schnee, liebe Leute! Es ist Weihnachten! Freut euch doch. Für den Fall der Fälle hätte ich ein TCK. Dass mir der Akku ausgeht. Echt? Du hast es drauf. Das sehe ich aber anders. Ich weiß gar nicht, ob was da stecken bleibt. Also, ich verstehe ja, dass es das schwer geht, hochzufahren, aber der bleibt irgendwie echt an der Luft hängen. Komm. So, und jetzt weg wieder vom Chiralnetzwerk. Aber, da sehe ich schon den Punkt. Und theoretisch, wenn das jetzt echt klappt, man, das wäre natürlich so geil. Theoretisch kann ich da jetzt rüberfahren, weil ihr seht, genau da ist der GD-Gebiet. Genau da, also wie ich das hier gerade mache, könnte ich da echt schön vorbeifahren. Das wäre natürlich das Nonplusultra. Ja, ja. Ja, da werden wir schon reingeraten, weil ihr seht, da ist Ende Gelände. Weil da ist unser Ziel. Und da sind hundertprozentig GDs. Ich sage ja, das macht das Spiel immer. Immer wenn irgendwas Story-Ding ist, dann sind da vorher entweder noch GDs oder Mule-Lager oder wie in dem Fall... Beides. Jetzt kommt, es geht einfach frei. Stell ihn jetzt an. Sei kein Mädchen. So. Oder sei ein Mädchen. Mädchen würde es schaffen. So. Aber es gefällt mir, Mann. Das Bike rockt, Mann. Das Bike rockt richtig, Mann. Wieso von hinten? Was hast du denn eigentlich? Geht doch alles einmal frei. Geronimo ist da runterjumpen. Na, vielleicht nicht. Nein! Das ging. Ganz ernsthaft? Der Rückwärtsgang in diesem Spiel ist awesome. Schau dir an, wie der anhält. Ein Generator. Aha. Muss jetzt also nicht bei jeder Konstruktion muss ich jetzt noch irgendwas aufstellen, oder? Alles gut. Alles gut. Komm. Komm, Bibi. So. Ganz entspannt. Das ist natürlich geil. Der Zeitring, natürlich macht er alles kaputt. Der macht auch meine Konstruktion kaputt.
So. BB, alles wieder gut. Ach komm, das war's trotzdem wert. Dass mir jetzt hier die Sachen bisher kaputt gehen, das ist mir der Wurscht. So. Weil wenn ich hier echt ein BB, GD-Gebiet umgangen habe, dann war es das 10-mal wert. Nein, nein, nein. Komm. Sag deine blöden Sachen ein. So. Komm. Alles mitnehmen und aufs Bike wieder. So, und jetzt einfach ganz entspannt rollen lassen. Ja, genau. Kein Gas geben, einfach nur besser rollen. Haben wir schön gemacht. Also, wäre eine Sturzzeit gewesen, wäre es sogar richtig schön gewesen. Jetzt gehen wir besser. Vollspeed! Vollspeed! Und damit haben wir den Wegposten gefunden. Und sind jetzt Mulas oder? Naja. Keine Ahnung. So. Ich gehe einfach mal hier ganz entspannt rein. Park. Na, schau mal. Ein-Mann-Expedition. Trotz unserer abgelegenen Lage kriegen wir hier oben alles mit. Wir wissen alles über den großen Lieferanten, den GD-Killer, den Terroristen. Stopper. Am letzten Namen feile ich noch. Freut mich echt, dich kennenzulernen. Also, was hast du für uns? Wow, unglaublich. Das wird uns sehr helfen. Danke. Du wirst den Wegposten nicht wiedererkennen, wenn wir fertig sind. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch ans Netzwerk angeschlossen werden, oder? So richtig zu den UCA zu gehören. Wir saßen wortwörtlich viel zu lange auf einer Insel fest. Ich kann es kaum erwarten, wieder Verbindung zum Haku zu haben. Es wird viel Arbeit brauchen, um diesen Ort zusammenzuflicken. Aber ich bin so motiviert wie nie zuvor. Wir lassen unser Land nicht hängen. Danke, Sam. Und viel Glück da draußen. Nicht, dass du es bräuchtest. Ehe du dich versiehst, bist du an der Westküste. Gute Arbeit, Sam. Jetzt musst du das Netzwerk bis zum Verteilerzentrum nördlich der Stadt erweitern. Jetzt wäre ein idealer Zeitpunkt dafür, denn die haben gerade einen Notruf abgesetzt. Die Lage ist unübersichtlich, aber es hat wohl einen Unfall gegeben und es müssen Verletzte versorgt werden. Genaueres erfährst du am Lieferterminal. Gute Arbeit. Das ist eine Panzerung für deine Schultern und Beine. Der Nachteil ist, dass du in ihr keine Fracht transportieren kannst. Du musst die Vor- und Nachteile abwägen. Ein goldener Plattenpanzer. Was bringt die mir, außer dass er golden ist? Nicht mehr, oder? Nicht tödliches Sturmgewehr. Tja, kann ich meine ganzen Sturmgewehre wegschmeißen, oder? Guck mal, wie ich die Ziele bewusstlos machen können.
Wenn die Uhr tickt, ist Geschwindigkeit das A und O. Überprüfe deine Ausrüstung und... Ich hab schon ein, zwei Päckchen in diesem Spiel. Ihr wisst schon, transportiert. Also, muss mir jetzt nicht unbedingt erzählen. Na gut. Wird schon werden. Zeitlimit festgesetzt. Wunderbar. Bike ist repariert, oder? Hahaha. Eigentlich kein Stück, weil macht's ja immer nicht. Und dann, ja, puh. Gute Frage, also. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Dann ist da irgendeine Anlage und pff, das sieht so am halbwegs organisch aus. Wer schläft, der stirbt. Müllhalde. Seilrutsche. Ja gut, also wir gehen jetzt erstmal darunter. Dann folgen wir hier dem Weg. Dahin. Und dann hier irgendwie über die Berge so lang. Soll schaffbar sein. 40 Minuten, na locker, oder? Sehr nett. Immer einer, der mich denkt. Du bist ein Guter. So, jetzt kommt wieder schöne, entspannende Musik, die wir eigentlich ignorieren immer müssen, weil ihr wisst ja, Copyright und so. Aber es leider nicht können. So, Chirale Kristalle. Bäm! Überwarmer. Er braucht so einen Krempel. Genau, dann sind wir bei dem Zeitunterschlupf. Den wir wohlwollend ignorieren. Ihr wisst ja, chirale Kristalle sind immer was Schönes, aber gleichzeitig sind das auch, ist es auch immer was Schlechtes. Weil umso mehr chirale Kristalle, umso mehr ist es, dass hier ein Zeitregen stattfindet. Und umso mehr ich weiß, dass ein Zeitregen stattfindet, bedeutet das, irgendwann kommen schon wieder GDs. Wir hatten so lange keine GDs mehr, dann muss schon wieder was kommen. Schön. Der baut hier Straßen, Mann. Aber die Straßen kann man sich auch noch, glaube ich, nicht raushauen. Ich, die werden auch vom Spiel hier stark gefunden. Ich meine, hier, wenn ich einmal meine Mission gemacht hätte, hoffentlich muss ich hier nie wieder dahin. So, aber das ist... Also das ist wieder so eine Müllverbrennungsanlage. So wie da, wo wir Sams Mutter eingeäschert haben. Definitiv kein schöner Ort. Definitiv. So, fahren wir weiter. Ach komm, müssen wir nicht unbedingt machen. So, genau, und jetzt sind wir da. Und... Oh. Mule. Ja, dann. Können wir noch nicht da lang. Das sah jetzt am einladendsten aus. Ja, aber im Endeffekt gibt es auch keine andere Möglichkeit. Leider ist der einladendste auch der einzige Weg. Aber theoretisch habe ich ja meinen kleinen GD, der... Mein Bibi, Verzeihung. Mein kleinen GD, ich würde auch so gerne so ein spooky GD, so wie Mama, der mir hier hilft. So. Komm schon. So, so viel schöne Fracht. Und so wunderschön am Ende der Welt. Aber immer machen wir jetzt mal richtig Distanz hier gut. Wir wollen ja hier wirklich die Welt hier erkunden und das tun wir definitiv. Und es ist auch schön, dass wir ein bisschen wieder eine andere Region haben. Hier hinter dem riesigen Berg, dass da so eine kleine Waldregion ist. Das ist ganz schön. Ja, jetzt ist die goldene Frage. Können wir hier ein bisschen die Mules umgehen? Aber wenn ich natürlich mein Bike habe, sollte mir das natürlich tausendmal leichter fallen. Ja. Geht schon, aber das wird mir nichts bringen. Das wird mir definitiv nichts bringen. Das erinnert mich an dieses Windkraftwerk, glaube ich, war es. So, aber definitiv ist mir das lieber als das Windkraftwerk hier, weil ich meine... Das heißt, wenn die mich jetzt wieder mit ihren blöden Zacken da abschmeißen. Und ich habe das Leben verliert. Alter, ja, ja klar, jetzt hat jeder hier tödliche Schusswaffen. Schusswaffen. Oh, danke. Ja, mit dem fahre ich natürlich jetzt frontal zu. Achso, jetzt hat jeder Gegner tödliche Waffen. Toll.
Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ja, du Spasti, Mann! Boah, Jungs und Mädels. Also, jetzt wird das Spiel madig, mit anderen Worten. Ich dachte, ich bin der Einzige, der immer noch... ...die tödliche Waffen jetzt hat. Wie kommen wir jetzt wieder an mein Bike ran? Na, geil, Mann. Ja, gut. Mein Bike habe ich jetzt da hinten irgendwo gelassen. Mal, mach mal den Rest der Fuß, der mir eh schon lange mal marschiert. Das war madig, Mann. Das war richtig unschön hier. Ich denke mir, ja, okay, die werden halt wieder mit ihren Stöckern auf uns schmeißen. Aber nein, die beballern uns jetzt. Ja, toll. Toll. Richtig geil. Weil scheiß auf Zeitstürze. Scheiß drauf, dass wir ja gigantische Explosionen machen. Ist mir doch wurscht. Also ganz ehrlich, dass es da menschliche Gegner gibt, das ist komplett unnötig. Aber schön, Bibi, dass es dir immer gut geht. Immer einer von uns hat Spaß. Nun gut, Leute. Immer haben wir es gleich geschafft. Da hinten ist ja schon das Gebiet. Und dann würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Death Stranding. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.